Servus und hallo zu der dritten Runde. Die bisherigen Runde hat ja der King Goga mit ganz viel Glück und so gewonnen und der hat ja gecheatet, der hat ja... Jedenfalls hat er gewonnen. Ich kann da gar nichts für, es lag an der Maus und der Bildschirm hat geflackert und das Übliche halt. Und jetzt die Frage, Goga, traust du dich, alles oder nichts? Ja, ich will. Alles oder nichts heißt, wenn der Goga verliert, darf ich ihm ein Spiel aussuchen, das er mindestens eine halbe Stunde spielen muss. Wenn ich wieder verliere, darf der Goga ein Spiel aussuchen, das ich mindestens eine Stunde spielen muss. Ja. Was sind die Bedingungen? So, dann... Da bin ich mal gespannt, welche Map bei diesmal raussucht. Dann machen wir mal... Ich glaube, der hat eine ganz räudige im Blick. Nein, überhaupt keine räudige. Oder er macht seine Standard-Map und zieht dich dann richtig ab. Da bin ich mal gespannt. Das war ein Fehler, der ist durchgeglitscht durch die Mauer. Ich hab's gesehen. Schaut euch das Video an. Einer ist nicht durch die Mauer durchgeglitscht. Doch, ist er. Eindeutig. Und er hat direkt mit dem Hall in One angefangen. Das heißt für dich stehen die Prognosen verdammt schlecht, User. Eine Stunde Müll. Es ist doch toll, wenn man solche Fans hat, die einen so anfeuern, ne? Ja. Ach, verdammt, ist zu schwach. Goga auch gerne Müll zocken sehe, so ist das ja nicht. Ach nein, verdammt. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich hab's gewusst. Ich hab ihn schon anvisiert, die Sau. So, schnell rein ins Loch. Bevor er auch noch mal dumme Ideen kommt. So, demnächst gibt's dann ein Let's Play. Eine Stunde Müll. Ich werde es aufteilen in zwei oder drei Videos, sieht hier keine Sau an. Ich, auf jeden Fall. Ja, das sehe ich mir komplett an. Das wird, glaube ich, interessanter als Portal 2, so wie er zockt. Ey, Portal 2, die Staffel 2, wo wir spielen, die wird Wahnsinn. Die wird echt gut. So, Hole in One. Also ich bin mal nochmal raus, gell? Gute Nacht euch allen. Jo, alles klar. Ach, und bleibt einfach hier eiskalt liegen. Nein! Ja, weiter so. Komm, zeig uns, was kannst. Okay. Gute Nacht, Güli. Ich hab dir schon raus. Du stark, scheiße. All in one? Ja, hab dich lieb. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Genau, was anderes wollte ich gar nicht sagen. Genau. Sehr schön. So sieht's aus. Oh, aber es ist noch recht eng. Nur zwei Schläge Unterschied. Eieiei. Was war denn die nochmal für eine Strecke? Okay, mit Schmackes. Ach stimmt, vorhin habe ich hier Hole in One geschafft. Verdammt. Geh mal aus der Sicht. Komm. zu schwach. Verdammt. Nein. Ja, komm. Nein. Adouch. Ihr tut euch beide nicht. Geht doch. Yes, I can boogie. Ihr wolltet es auch spannend halten, was? Nein. Verdammt. Was mach ich denn da? Das gleiche, was du beim letzten Mal auch gemacht hast bei der Strecke. Das gleiche in grün. Und nochmal, weil du nicht aus deinen Fehlern gelernt hast. Ja. Und nochmal. Komm, ja, da machst du noch 32. So. Ich glaub einfach, du stehst auf Müllspiele und freust dich schon voll. Ja. Das sind diese Flüchtigkeitsfehler. Wenn man sich schon in Sicherheit wiegt.
Na, what's up? Du weißt, dass du hinten bist, oder? Will dir nicht unter Druck setzen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich weiß ja, wo am Ende kackt der Endo und so, ne? Ja, ja. So, jetzt haben wir zwei Schläge. Am Ende des Films kackt der Frosch. Wie immer. Ja. Ja, genau. Schön schief. Ist nicht schlimm, alles gut. Und tschüss. Du bist raus. Oder? Doch. Was? Nein. Nö, nö. Ach, der fliegt raus. Alles gut. Ach, zu schwach aber. Und deinen Rosenpüpse irritieren. Fuck. Wie sollte ich doch mal Sprache achten hier? Ich hab 8 denn. Ja, aber YouTube nicht. YouTube macht da Probleme. Kannst ja Piepton. Ach, scheiß auf lieber. Piepton. Nur weil bei mein Fuck und Scheiße sagt, wird sich schon keine Ahnung. Ach, Scheiße. Genau. Wolltest ja eigentlich Fakt sagen. Ja. Sind wir doch mal ehrlich. Und Schießdreck ist, also Scheiße ist jetzt, ne, ist jetzt nicht Guga, du bist schon 2 Schläge hinten. Ich will den nicht unter Druck setzen, aber so ja, wird das nix. Ist nicht schlimm, alles gut. Er hat es wenigstens geschafft, mit einem Schlag da hochzukommen. Da habe ich ja auch schon 14 Schläge vorfür gebraucht. Und habe es nicht geschafft. Gelle? Ach, schade, knapp vorbei. Und, komm. Ah, ich dachte, der kickt mich raus. Kehr. Okay. Ja, 3 Schläge, das ist noch alles drin. Natürlich. Nee. Der will halt nicht die Stunde zocken. Du musst dich jetzt anstrengen. Okay. Nein, geh da weg, du bist im Weg gewesen. Ja, bist. 3 Schläge geht doch auch. Oh, einer weniger schon mal, das sind nur noch 2. Also bei dem weiß ich nicht mehr, was da war. Genauso wie ich. Ist auch ein Hole-in-One. Hole-in-One, ja. Fuck. Ja, ich will hier nur die Spannung erhöhen, ne? Ja, genau. Spannung steigt. Wo muss ich jetzt hin? Rechts oder links? Ah, da ist die Fahne. Ich da einfach nur ein Bällchen mit Auge und Axt zucken. Wie viel Stiezen? Ah, einer. Keine Ahnung. Ach, das war der Kopf. Wow, was war das denn? Ja, läuft. Ja, der hat dich aus der Bahn gekickt. Danke. Der hat dich voll erwischt. Hab ich schon gesagt, dass ich drin bin? Ja, ist nicht schlimm. Ja. Dafür, dass du mich rausgekickt hast. Na? Ja, aber schön, dass du das auf das Doppel oder nix einlassen hast. Finde sehr gut. Ist nicht schlimm. Wir haben noch, was haben wir? 6 Löcher und 4 Schläge. Ah, easy. Nein, da war zu schwach. Ich habe mich heute wieder. Fuck. Er hat erste Runde wieder extra schwach gespielt. Nein, nein, Tatsache nicht. Er musste sich erstmal wieder einfinden. Komm, ja, wie gesagt, jetzt tut gar nichts mehr. Ich hätte aufhören sollen. Ach nee. Hat sich freischlagen lassen. Ach, ernsthaft, da liegt er mir noch im Weg. Aber Ehre, Ehre. Auf dem Feld der Ehre bist du ganz weit vorne. Macht dich das nicht ein bisschen stolz? Ja, immer. 3 hat er. Ja gut. Für 7 Schläge auf 4 Löcher, nee, das war's. Ja, vertu dich nicht, das kann sich immer noch ändern. Das Blatt kann sich immer noch wenden. Nee, nee. Jetzt hat er resigniert. Das ist aber jetzt schade. Hab ich resigniert, jetzt ist es vorbei.
Er kann immer noch versagen, Goga. Nee, nee. Ja, guck mal, jetzt hat er noch einen. Jetzt hat er schon, ist er bei 8. Aber sie stirbt. Ja, komm, ernsthaft. Was denn? Ja. Ja? Du hättest nicht aufgeben dürfen. Jetzt schau nicht gar so deprimiert. Nö, alles gut. Die Viola grinst, das ist schön. Ach komm, wen will er das denn bitte erzählen? Vorhin hat es geklappt, dass er mit so einem Schwung drauf gelandet ist. Und jetzt fliegt er über die ganze Map oder weit. Ja, ja, Spiele schuld, kenne ich. Sag ja immer. Nein, aber ist ja so. Genau das, was ich immer zu sagen pflege. Das Spiel ist scheiße programmiert. Kein Wunder, dass ich da jedes Mal Rage quitte. Ah, 4, das ist scheiße. Ja. Ja gut, du auch. Okay. Ja, jetzt letztes Loch. 9 Schläge. Tja. Ja komm, alles oder nichts, noch eine Runde. Du, Goga, ich muss dich leider enttäuschen. Ich bin nicht so mutig wie du. Ja. Und sag einfach nö. Oh. Ja, da war ich komplett auf Risiko gespielt, dass ich den noch irgendwie kriege. Nee, nee, nee. Komm her, komm her. Nicht ein Trost, du musst das nur eine halbe Stunde durchhalten. Tja, jetzt haut er richtig drauf, jetzt ist ihm wurscht, ne? Jetzt ist wurscht, du warst sowieso schon 5 Schläge Vorsprung oder mehr gehabt sogar. Deswegen, jetzt werde ich noch die 1 Minute auskosten meines Ruhmes bei dir auf Kanal. Ja, an dieser Stelle schaut mal auf Twitch TV vorbei. Twitch TV King Goga, ich verlinke es auch in der Videobeschreibung. Und schaut da, ich schaue, dass ich die Videos zeitnah rausbringe jetzt und dann könnt ihr vielleicht nur die halbe Stunde Kacke auf dem, im Livestream ansehen. Weiß nur nicht, wann ich die Videos bringe. Wer hat denn da verloren? Oh, dieser King Goga. Tja. Was ihn wohl da erwarten wird. Ja, ich suche nur irgendwie einen schönen Mist aus. Bekommst du demnächst. An dieser Stelle sage ich aber vielen Dank fürs Zuschauen, liebe YouTube-Menschen. Und wenn ihr jetzt den Stream von Goga sehen könntet, wie er sich freut, das ist ein Gesicht. Sehr schön. Ja. Das Servus ist eindeutig Gesichtskirmes. Schaut am Goga-Kanal vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und Servus. So Leute, das Spiel kann ich nur weiterempfehlen, also Top-Spiel, macht richtig Bock. Jeder, der seine, ich weiß nicht, ein Euro übrig hat, 19 Cent. Auf jeden Fall holen, da ist ein Muss. Für, muss also fehlt, also wer das in der Bibliothek nicht hat, hat also das komplett verloren. Also schnell holen, solange alle noch da sind. Ist noch 19 Cent kostet. Genau. Wie heißt das Spiel überhaupt? All Pages, the 5 Books.